Hallo zusammen, ich sage herzlich willkommen zum ersten Küchenvideo im Jahr 2015. Ich bin die Diana Burgel vom Wirtshaus. Mein Partner heute, der Harry Danzer von den Möbelmachern. Genau, da sind wir auch heute in Unterkrumbach. Herzlich willkommen bei den Möbelmachern in Unterkrumbach, direkt neben Hersbruck im Nürnberger Land. Wunderbar, schau, Nürnberger Mädel zu Gast im Nürnberger Land. Wunderbar. Die Initiative unsererseits ist, haben Ihnen Lust zu machen, zu kochen zu Hause, ganz einfach was Leckeres auf den Tisch zu bringen und zu zeigen, ja, wie einfach Kochen sein kann, wie viel Spaß es machen kann, wenn man Hand in Hand irgendwie was Schönes auf den Tisch bringt. Unser erstes Gericht jetzt im Jahr 2015 ist ein Duo vom Winterkabeljau, vom Skrei mit Karotte. Wir haben einmal das Karottengemüse aus dem Druckdampfgarer mit Ingwer, Galgen, Knoblauch und ein bisschen Zwiebel. Wir haben einmal einen Karottensalat von der Urkarotte mit ein bisschen eingelegten Ingwer und Kresse. Als Soße drumherum machen wir einen abgeschmeckten Curryjoghurt und unseren Fisch, den Skrei, braten wir einmal auf dem Teppanyaki und machen ihn auch einmal im liebevoll genannten Drucki. Okay. Okay. Was, ich fange mit dieser Karotte an. Ja, genau. Damit du schneidest mir über den Bobel schräge, dünne Scheiben. Mhm. So dünn wie irgendwie möglich. Und ich mache hier parallel, bereite ich unser Karottengemüse vor, das in den Druckdampfgarer kommt. Wir schneiden schräge Scheiben. Ja, dem Gemüse, der Hobel funktioniert das ganz gut. Schau, so dünn brauchst du. Ja, schaut wunderbar aus. Super. Ja. Also so Stücke werden nur, ne? Genau. Also die Karotten habe ich jetzt hier in Scheiben geschnitten. Ich schneide dazu einfach ein kleines bisschen von der Zwiebel, ob das jetzt gewürfelt, gespaltet oder sonst was ist, das bleibt jedem selbst überlassen. Und normalerweise lange Diskussionen, ne? Ja, na gut, da bin ich relativ entspannt. Ne? Kochen soll am Ende auch noch Spaß machen, wenn man mit dem Metermaß arbeiten muss, wird es meistens uncharmant, ne? Ja. So. Ja, zum Aromatisieren der Karotten reifen wir ein bisschen Ingwer. Mit einer scharfen Reibe wie der hier funktioniert das ganz hervorragend. Wir reiben dazu ein bisschen Galgen, so ein bisschen die Gewürze, die das innere Feuer wecken, was vielleicht bei den Temperaturen außen gerade genau angebracht ist. Und wir machen ein bisschen Knoblauch dazu. So, die Gewürzseite. Wie viel von der Karotte hast du? Das langt uns halt. Okay. So, jetzt geben wir unsere bunte Aromenmischung einfach zu den Karotten dazu. Wir salzen ein bisschen an. Nicht zu viel, lieber schmecken wir nochmal ab. Ein kleines bisschen Zucker aus der Karotte noch und dann nehmen wir noch einen Stich Butter. Vorher mischen wir das Ganze noch einmal kurz, damit die Karotte überall aromatisiert ist. Wunderbar. Dann, ich habe hier noch einen eingelegten Ingwer, also es ist ein sogenannten Sushi-Ingwer, den einfach in feine Streifen schneiden, mit dazugeben und dann können wir auch die Karotten gleich ein bisschen ansalzen. Ja. So. Hier geben wir einfach ein paar Butterflocken mit auf die Karotten drauf. Für die technischen Dinge übergebe ich an den Herwig, der ist da gut geschult, wenn es um die Mielegeräte geht. So in Streifen wolltest du. Genau, feine Streifen, ganz wunderbar. Ich kann dir gleich noch ein bisschen Salz auf die Karotte geben. Dann fällt ich ein bisschen zusammen, ne? Nicht zu viel. Wir brauchen in dem Fall für den rohen Karottensalat keine weitere Säure, weil der eingelegte Sushi-Ingwer genug Frische mitbringt. Ja? Mhm. Da brauchen wir nichts weiter. Was wir aber brauchen, allein schon wegen den fettlösigen Phenaminen in der Karotte, ist einen kleinen Tucker Öl. Nicht zu viel. Wir haben ein bisschen Butter an dem Karottengemüse. Das ist wunderbar. Perfekt. So. Ja, ganz schön. Genau, einfach da drauf. Wichtig ist, wenn man sowas macht wie den rohen Karottensalat, da ruhig mutig sein und einmal kräftig reinfassen, dann bricht quasi die Zelle der Karotte ein bisschen auf, nimmt das Aroma von dem Ingwer schön an und lässt sich am Ende auch schöner anrichten. Ja? Das ist jetzt im Prinzip so weit fertig, der Karottensalat. Wir schneiden dann Fisch, frisch vom Anrichten noch ein bisschen was von der Kresse mit rein. Nicht nur schön, sondern auch nochmal aromatisch. Und dann ist der Karottensalat eigentlich schon fertig. Ja? Wenn du das mir das... Okay, geben wir in den Druckdampfgarer. Hat den Vorteil, er kann zwischen 40 und 120 Grad garen. Und in dem Fall bei der Karotte nutzen wir die 120 Grad, weil dann machen wir das nämlich in einer Minute. Gut. Fertig. Alles klar. Gut. So, dann können wir uns jetzt um unseren Fisch kümmern. Also wie gesagt, der Skrei, der Winterkabeljau, ist ein Saisonprodukt. Den gibt es eben nur in den kalten Monaten.
Wir machen ihn heute auf zwei Versionen. Wir braten ihn einmal auf dem Teppanyaki und gehen auch mit einem Stück von dem Skrei in den Druckdampfgarer. Wir fangen mit dem gebratenen Stück an. Oder machen wir nicht mit Druck, da machen wir mit Hitze, genau. 99 Grad. Genau, wir schneiden uns einfach hier eine schöne Tranche runter. Damit würdest du hier ein kleines bisschen Bratöl drauf geben? Ja. So, dann geben wir ein bisschen Salz rundherum, auch nicht zu viel. Und fangen mit der Unterseite, also mit der Seite, wo eigentlich die Haut war, fangen wir das Braten an. Mit der Fischbraten ist es relativ einfach, egal ob der Fisch mit Haut oder ohne Haut ist. Das Stück Fisch, wenn man es beobachtet, gibt uns den Zeitpunkt vor, wann der richtige Moment ist, den Fisch zu wenden. Das Fischeiweiß auf der Seite fängt an blind zu werden und für meinen Geschmack und mein Empfinden ist der ideale Punkt, wenn quasi das erste Drittel blind gebraten ist. Dann drehen wir rum, so haben wir nämlich in der Mitte quasi immer einen saftigen Kern. Genau. Ja, also nicht schlimmer, wie wenn der Fisch wie ein Pappkarton am Zahn klebt. Ja, also jetzt einfach nur zuschauen und beobachten. Und bis zu einem Drittel ungefähr. Genau. Und dann wenden. Mit der Haut machen wir es ganz genauso, wenn Sie Fisch mit Haut braten. Es ist genau die gleiche Art und Weise, Fisch zu braten. Langsam nach oben braten, somit brennt sich das Fett unter der Haut aus. Wie jetzt bei einem Stück Lachs. Die Haut wird knusprig, aber der Fisch bleibt schön saftig. Ja. Ja. Drehst du dann danach den Lachs? Dreh, aber nur ganz kurz. Ganz kurz. Also wirklich also nur, unten so, dass nur 21, 22. Ja. Ende nur, dass oben die Oberfläche nochmal genau. ein bisschen lustig wird. Genau. Wir können in der Zwischenzeit zumindest unser anderes Stück Skrei für den Druckdampfgarer vorbereiten. Also wir haben hier so einen Dampfeinsatz, nicht gelockt in dem Fall, weil dass der Fisch so ein bisschen im Saft mitsteht. So ist was ganz Neues, es sind jetzt emaillierte Gabel. Das war immer aus Edelstahl, jetzt gibt es emaillierte. Sehr attraktiv auf jeden Fall. So, dann schneiden wir uns so eine Tranche ungefähr in der gleichen Größe. Machen auch hier etwas rundherum etwas Salz dazu, setzen auf das gebundene Stück und nachdem wir die Aromaten Ingwer, Galgant und Knoblauch an der Karotte hatten und jetzt hier noch ein Stückchen über, legen wir die einfach schön charmant drumherum und packen auf den Fisch eine Butterflocke drauf. So. Wunderbar. Sieht auch optisch sehr hübsch aus. Ja, man, der gewinnt sich von so einem schwarzen Stück Fleisch, sieht nicht super aus. Ja. Zweifelsohne. Auf welcher Stufe braten wir denn hier damit? Wir sind jetzt bei 200 Grad ungefähr. Ah ja. Jetzt können wir. Und wie viel Grad kann es erreichen? 250. Ah ja, klar. Der Teppanyaki von Yaksch kann zwischen 50 und 250 Grad eingestellt werden. Und er hält die Temperatur, er ist ein Thermostat gesteuert und dadurch macht es wirklich Spaß. Sehr schön, ganz wunderbar. Es würde auch mehr Fisch draufpassen, aber es ist sehr. Das ist vollkommen, ja? Wir haben nur einen Teil davon angeschaltet, weil wir ja die große Fläche im Moment nicht brauchen. So, also der Fisch, wie gesagt, der braucht noch einen kleinen Moment. Wir warten, bis die Karotten fertig sind im Profil und gehen dann erst mit dem nächsten Stück Fisch dazu. Ich habe ja gesagt, statt opulent Fischsoße zu kochen mit Sahne oder sonst was, machen wir einen kleinen Gewürzjoghurt dazu. Ich habe mich aufgrund der Aromen, die wir bei Fisch und Karotte verwenden, für einen Curryjoghurt entschieden. Mein Curry ist ein indisches Madras mit sehr viel Kreuztrüffelanteil. Das ist schon fertig? Das ist jetzt schon fertig gemischt, du kannst das gerne probieren. Der Tipp dahingehend wäre, kaufen Sie nicht das billigste Gewürz und kaufen Sie kleine Mengen. Ja. Wenn Sie nicht zu Hause selbst Gewürze mahlen wollen, aber auch wenn Sie sagen, okay, ich habe einen Curry und ich finde es gut, aber ich hätte es gerne, dass es mehr nach Kreuzkümmel schmeckt, kleine Kaffeemühle, einen Teelöffel rein und kurz malen und untermischen, eine ganz einfache Geschichte. Das ist ein Naturjoghurt, voller Fettgehalt. Wir würzen unser Joghurt mit einem kleinen bisschen Salz. Ein kleines bisschen Zucker für die Balance, also das tut auch dem Curry sehr gut übrigens. Dann geben wir einfach unser Currypulver dazu. Wer jetzt keinen Curry mag, ist das kein Problem. Es gehen auch diverse andere Gewürze. Oder Sie sagen, ich schmecke mir nur den Curry ab und mache einen Spritzer Zitrone rein. Der Trick ist einfach, dass du da auf dem Weg halt die Soße hast, ohne dass du mit Force arbeiten musst. Genau. Und sondern dass du einfach ganz schnell ganz ab. Und ich habe vor allen Dingen, also ich habe einen Schmelz auf dem Teller, der den Gemüse und den Fisch sehr gut tut, ohne eben opulent mit Sahne arbeiten zu müssen. Ja? Also es ist eine weitaus leichtere Variante. Noch dazu, wir arbeiten ja mit vielen Gewürzen, die den Schärfegrad mitbringen. Und eben wie man es aus der indischen Küche kommt, der kennt, der beste Puffer ist Joghurt. Ne? Ja. Also das ist immer ein sehr, sehr guter Ausgleich. Sehr gut. Also man sieht jetzt hier an der Seite vom Fisch sehr schön, wie aus diesem glasigen, fast durchsichtigen Fleisch hier unten im schönen weißen Rand hochkommt. Ich würde sagen, wir braten noch ungefähr eine gute Minute
wir gehen ein kleines bisschen noch hoch. Ja, einfach nach links. Nach ja. links. Links ist. Ach, hoch. Ja, hoch. Ja, ein kleines bisschen noch hoch, genau. Ja. Ja. Also, wenn man weiß, wie es geht, ist Fischbraten wirklich immer eine sichere Sache. Ja? Auch zu beachten, wenn Sie ein sehr dünnes Stück Fisch hätten, wenn Sie jetzt sagen, okay, so ein schönes Rückenstück habe ich nicht, ich habe eher ein Schwanzstück oder ich habe eben eher ein Stück von der Lachsforelle. Das Prinzip ist das gleiche. Wir fangen bei, also wir haben eine geheizte Fläche mit etwas Öl drin und braten langsam von der Haut. Und das Drittel, das Ganze, ist ja bei jedem Fischfilet quasi gleich. Also der Fisch sagt uns egal, wie dick ist oder welche Sonne ist, eigentlich Bescheid, melde mich jetzt. Da muss man nur darauf aufpassen, dass es halt extrem kurz sein kann. Ja, kann kurz sein, natürlich, vollkommen klar. Ja, so, wunderbar. Er sagt Bescheid. Genau, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir in dem Fall, genau, für den Fisch, Herwig, würde ich dich bitten, dass wir auf 99 Grad schalten. Ja, und dass wir uns mal bei 3 Minuten einpendeln. So, also wenn Sie jetzt riechen könnten, was ich rieche, dann wäre das überzeugend. Ja, es sind halt es sind Karotten, die quasi jetzt einfach nur mit ein bisschen Butter, dem eigenen Saft, den sie abgeben, wegen dem Salz und den Gewürzen, die das noch rauskitzeln, einfach jetzt in dem Aromabad schwimmen. Ja? Mhm. Also, und ging sehr, sehr schnell, muss ich sagen. Also, ich mache mir einfach noch ein kleines bisschen Pfeffer dazu. So. Erik, magst du da mit, magst du mit der Kamera mehr? Bin ich dran. Also, jetzt sehen wir hier ganz wunderbar, das erste untere Drittel ist quasi angegart. Jetzt ist der Moment, dass wir untere Fisch gehen. Nicht so, schön zärtlich. Ich gehe einmal auf diese Seite, dass die Seitenwände quasi geschlossen sind. 21, 22, 23, sehr einfach. Mach das mit der anderen Seite auch. Vom Braten her, jeder muss für sich selber entscheiden, wie roh, wie er seinen Fisch essen möchte. Das wäre jetzt mein, quasi meine Idealvorstellung davon. So, jetzt gehen wir noch auf die Oberseite. 3-4 Sekunden und dann passt uns das wunderbar. Dafür würde ich vielleicht eigentlich ausschalten. Ja. Genau. Und dann gebe ich den Fisch einfach dann auf die Seite, die quasi nicht mehr aktiv ist. Hier genau. Zumindest so warm ist, dass der Fisch uns nicht auskühlt. Ja, ja, genau. Gut, wenn der andere Fisch soweit ist. Wir können in der Zwischenzeit den Karottensalat fertig machen, Herwig. Alles mal probiert. Ja, klar, auf jeden Fall. Dankeschön. Schön. Super. Das sollte in die Rezeptbank für den Dampfdrucker, wenn wir reinkommen. Mhm. Das ist eine gute Zahl. Ist. Sehr gut, sehr, sehr gut. Bei ungefähr 3, 4, 5 mm dicken Scheiben. Sehr gut. Das ist eine Minute genau richtig. Eine Schere brauche ich mal kurz, dann haben wir hier ein bisschen was von der Kresse. Mit abschneiden. So, ich würde sagen, das ist so ein Drittel von der Box. Und dann ist wieder zu. So. Ja, ein kleines bisschen noch. Reizen wir mal nicht mit frisch gezogenem. Wunderbar. Perfekt. Dann können wir uns an unseren Teller auch schon raus tun. Der Fisch geht ja relativ schnell. So. Ist natürlich im Tellerwärmer drin. Das ist schon was. Wie heiß macht ihr eigentlich im Restaurant die Teller? Ja? So heiß, dass die Kellner sagen, jetzt muss ich mich immer beeilen. Ja. Dass das Essen schnell ist, wirklich mal was ankommt. Ja? So, zum Anrichten, einen Löffel brauchen wir noch einen und dann können wir eigentlich auch schon langsam anfangen, dass wir quasi nur mehr auf den Fisch aus dem Brocki warten. So, wir haben, wie gesagt, unsere Karotten, hier so mit bisschen Butter und Aromen. So, langt uns das vollkommen. Dann haben wir unser Stück Fisch gebraten. Hier setzen wir dann unser Stück Fisch aus dem Duftaufgabe drauf. Damit da muss man auch nicht geizen, darf man ruhig in die Vollen gehen. So, und wenn der Fisch soweit ist, ist unser Gericht quasi fertig. Eine Minute. Wunderbar. Ich denke, wir haben in ganz kurzer Zeit gezeigt, wie einfach es sein kann, vielleicht auch was Besonderes auf den Tisch zu bringen. Ne? Also zweimal Karotte, zweimal Fisch.
was Besonderes und trotzdem einfach und schnell. Einfach, ja, einfach und schnell, genau. Das ist der Kompromiss dazu. Stunde vom rohen Teil bis zum fertigen Teller ist das schon beeindruckend. Grundsätzlich, wenn Sie Interesse haben an ganz besonderen Sachen, Sie können uns ja einfach schreiben und sagen, Mensch, mach doch mal dies oder jenes, wenn es unsere Zeit erlaubt, genau. Dann werden wir das auf jeden Fall umsetzen. Soll heißen, Fortsetzung folgt. Selbstverständlich, selbstverständlich. Wenn was gut funktioniert, kann man das ruhig öfter machen, oder? Genau. Ja. Jetzt piepst es gleich. Ja, so, wunderbar. Ah, das war unser Signal. So, das sieht doch super aus. Ja. Ja, damit kann man sich auf jeden Fall sehen lassen. Das ist schon toll. Wunderbar. Dann auch in dem Fall, wir gehen nur kurz her, nehmen was von der Aromabutter und den Fisch noch ein bisschen damit abglänzen. Ich salze in dem Fall ein kleines bisschen nach. Kommt der Pfeffer drauf. Und der kleine ist schön handlich. So, dann kommt hier unser Stück Fisch aus dem Kruppi drauf. Wir haben den Karottensalat und haben ein wunderbares Wahnsinn. Toll davon. Ja, gerne. Das umfällt. Ja, ich würde gerne nochmal hier ein Stückchen aufschauen. Dann ist es auf jeden Fall fürs Foto top geeignet. Ja? Okay, super. Wunderbar. Herzlichen Dank. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht, Tarek. Wer ist perfekt? Essen gibt es auch im Wirtshaus auf der Karte im Moment? Nein, kommt aber es könnte dir, vielleicht. Es gefällt mir tatsächlich sehr gut. Also wir könnten darüber nachdenken. Genau. Also der Tipp, wer wirklich perfekt essen will, geht ins Wirtshaus in Nürnberg in der am Kirchenweg. Dankeschön. Und wenn ihr vernünftige Küche braucht, kannst du den Möbel machen. Würde ich sagen, ja. Kriegt da auch wenigstens das nötige Know-how, um die technischen Geräte auch zu erklären. Ja, herzlichen Dank, Harry. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja. Klar. Oh. Das musst du rausschneiden. Das ist jetzt. Ja.